Response Team. Hier ist Wendy Waters. Ist irgendjemand hier drin? Billy, ich habe den Brandherd gefunden. Ich gehe mit dem Schlauch an das Feuer ran. Verstanden, tief nach unten zielen. Ich habe das Feuer erfolgreich gelöscht. Bist du sicher, dass du alles gelöscht hast? Es wird immer heißer da drin. Ich denke, ich bin mir sicher. Die Raumtemperatur steigt um weitere 100 Grad. Raus da, bevor es explodiert. Ich muss nur noch einen Raum überprüfen. Wendy, was ist mit dir? Wendy! Ich bin auf Zugluft gestoßen. Meine Sauerstoffversorgung leckt. Ich komme wieder raus. Dieser Brandherd ist der echte. Diesmal irre ich mich wirklich nicht. Oh mein Gott! Nein! Simulation abgebrochen. Heiße Sache, was? Ich kann nicht fassen, dass ich die Tür aufgemacht habe, ohne auf die Zugluft zu achten. Hey, wir machen ja alle mal einen Fehler. Letztes Jahr bin ich bei der Mount Everest-Simulation 3000 Meter tief gestürzt. Ich habe auch einen Trost für dich. Ich bin neulich erst den virtuellen Motorradparcours fehlerfrei gefahren. Wieso glaubst du, dass mich das trösten wird, du Angeber? Tut es nicht, aber mich tröstet es ungemein. Als mein Großvater Oliver noch ein kleiner Junge war, hatte sein Vater hier eine Fabrik. Ich würde gern sehen, ob es sie noch gibt. Das wäre doch ein Abenteuer für morgen, oder? Ich denke, das wird heute Nacht unser Zuhause werden. Mann, das ist ja ein sehr altes Feuerwehrhaus. Eines der ältesten der Stadt. Es hat das große Erdbeben von San Francisco überstanden. Blitzquiz. Wann genau fand dieses Erdbeben statt? 18. April 1906 um 5.12 Uhr morgens. Die Arbeit der Feuerwehrleute war damals total anders als heute. Damals gab es weder Wassertorpedos noch Sauerstoffflaschen oder Infrarotbrillen. Die hatten nur von Pferden gezogene Dampfpumpen und Baumwollschläuche. Und jede Menge Muskeln. Ein Menschenleben zu retten war also eine verdammt harte Arbeit. Nettes Maschinchen. Wundervolles Gefährt. Bewundert ruhig das Spielzeug, wenn ihr wollt. Ich richte alles für uns her. Kommst du mit, Rocky? Aber klar doch. Sowas hat man nicht mehr gebaut seit 100 Jahren oder noch länger. Oh, dieser Spind ist wahrscheinlich auch seit 100 Jahren nicht mehr geöffnet worden. Ah. Wendy? Oh, entschuldige. Hey, Wendy, wach doch auf. Wendy, hast du dich verletzt? Du bist in Ohnmacht gefallen. Wahnsinnig lustig, ehrlich. Woher ist dieses Zeug eigentlich, Jungs? Was meinst du damit, Wendy? Die Bärte und die ulkigen Anzüge natürlich. Aua! Es ist April, der 18. 1906. Das ist doch nicht wahr! Oh nein! Ein Erdbeben! Geht alle in Deckung! Was redest du denn für einen Quatsch? Ein Erdbeben! Geht alle in Deckung! Das kenne ich doch irgendwoher. Vorsicht, Wendy! Sehen wir uns mal um, Leute. Mit Mut voran. Ich fand den anderen Spruch viel schöner. It's Showtime. Was? It's Showtime? Ja, der gefällt mir. Das Jahr 1906. Das wird wohl heute ein sehr langer Tag werden. An die Arbeit, Leute! Sie müssen mir helfen! Meine Mama ist eingeklemmt! Auf geht's! Hier drunter ist sie! Halten Sie noch durch, Ma'am! Wir kommen gleich! Beeilung! Das Gebäude nebenan wird gleich einstürzen! Gas! In Deckung! Ah!
Frau lebt noch. Wir müssen erst das Feuer eindämmen, bevor wir sie rausholen können. Wir haben keine Pumpe und kein Wasser. Denkt nach, Wendy, denkt nach. Normalerweise nehmen wir Schaum, aber der wurde erst viel später erfunden. Ich weiß die Lösung. Wir haben eine Chance. Erde! Holt Eimer und Schaufeln und folgt mir. Sehr gut. Holen wir jetzt die Frau da raus. Geschafft. Mami, du bist gerettet. Gut gemacht, meine Freunde. Dieser Traum entwickelt sich zum Albtraum. Wach auf, Wendy. Wach auf. Alles gut, war nur die Anstrengung. Helft uns doch! Wir sind wirklich froh, dass ihr hier seid. Jake, Wendy, schließ den Wagen an den Hydranten an. Bin schon dabei. Und los! Sie warten bitte dort. Es wird nicht mehr lange dauern. Wir sind angeschlossen. Den Hydranten öffnen. Gleich haben wir das Feuer unter Kontrolle. Man sagt sowas erst, wenn man die Kontrolle wirklich hat. Jake, guck nach, was den Hauptschlauch verstopft. Bin schon dabei. Wir kriegen gar kein Wasser. Hilfe! Billy, guck mal, was hier los ist. Oh, nein! Das Hauptwasserrohr ist gebrochen. Sofort alle weg von hier, schnell! Ja! Es ist nicht der richtige Zeitpunkt für ein kleines Bad, Jake. Rocky, Wendy, holt den Saugschlauchvorsatz vom Wagen runter. Wir müssen das Wasser an der Bruchstelle abpumpen. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ariel? Ja. Woher weißt du denn meinen Namen? Oh, du hast mich wohl auf dem Plakat gesehen. Ja, genau so ist es. Du kannst uns gern helfen. Hier, halt am besten diesen Saugschlauch. Wir sind soweit. Wir haben zu wenig Druck. Jake, Rocky, los ran an die Pompierleiter. Die Pomp... was? Und hoch geht's. Kommst du nun endlich, Rocky? Du kennst mich doch. Ich klettere liebend gern. Eine geschafft. Fehlen noch 7. Wie hoch können die mit diesen Leitern denn klettern? Natürlich so hoch, wie es nötig ist. Ah! Ich hab dich! Na schön, versuchen wir es gleich nochmal. Unbedingt. Geschafft. Und nun holen wir sie hier schnell raus. Ich bin stolz auf euch. Ihr wart ganz hervorragend. Billy Blazes, ist alles in Ordnung? Wir sind unverletzt, aber der Wagen ging zu Bruch. Dann mal rauf mit euch. Wir müssen zur Market Street. Dort brennen mehrere Häuser wie ein Spiegelei auf dem Vulkan. Es wurden alle Helfer angefordert. Wenn wir das Feuer dort nicht aufhalten können, wird die ganze Stadt verloren sein. Worauf warten wir dann noch? Los! Ich würde sonst was dafür geben, meine alte... Ich meine, die neue Rescue-Hero-Ausrüstung zu haben. Gebt mir nur einige Wassertorpedos und ich schwöre euch, ich lösche das Feuer in wenigen Minuten. Ist sie nicht ganz in Ordnung? Sie hatte bloß zu wenig Schlaf. Na schön, wir bilden zwei Gruppen. Jake und Wendy, ihr bleibt bei mir. Jack und Rocky und... Ariel Flyer heiße ich. Miss Flyer, patrouilliert durch die Straßen und helft, wo ihr könnt. Alles klar. Ja! Alle mal herher! Jede Einheit konzentriert sich darauf, zuerst die unbeschädigten Gebäude zu schützen. Das entwickelt sich zu einem Feuersturm. Alle Wasser der Welt werden nichts nützen, um den zu bekämpfen. Zurück, weg hier! Wir müssen zurück! Naja, wenigstens ist das eine trockene Hitze. Lasst uns von hier verschwinden! Ah! Dann nehmen wir einen anderen Weg. Hilfe! Helfen Sie mir! Hilfe! Mein Mann ist da oben gefangen! Ich werde ihn rausholen.
Das Feuer ist viel zu heiß. Das Wasser verdampft noch, bevor es auf das Gebäude trifft. Wir müssen den Straßenzug halten, unbedingt. Wenn sich das Feuer erst über diese Linie ausbreitet, haben wir keine Chance. Und woher sollen wir das Wasser kriegen, hm? Ich denke, alle Wasserrohre sind gebrochen. Wendy, da oben. In dieser Zisterne befinden sich 200.000 Liter Wasser. Ihr seid gut, Leute. So weitermachen. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch und schlagen eine Bresche. Ah, ein Nachbeben. So schlimm war es ja zum Glück nicht. Vorsicht! Ja! Gut, ihr seid unverletzt. Nun haben wir ein sehr ernstes Problem. Hilfe! Rettet mich! Hier bin ich! Ich brauche Wasser. Wo kriege ich jetzt Wasser her? Ja! Alle Mann, sehr gut zuhören. Ich möchte, dass ihr jeden Zentimeter Schlauch besorgt, den ihr auftreiben könnt und sofort damit hierher zurückkommt. Jake, du musst runter zum Feuerwehrboot und zwar so schnell du kannst. Ja, Sir. Naja, das ist immer noch besser als nichts. Keine Sorge, wir schaffen das schon. Die Treppe ist hinüber und ich muss den Mann sofort hier rausschaffen. Hast du irgendeine Idee? Ja, und die Lösung liegt direkt vor uns. Na, wie sieht's aus? Du wolltest doch mal fliegen lernen. Das schnell genug für dich? Was in drei Teufelsnamen ist das? Es wird in die Geschichte als Justice-Rat eingehen. Ja, gefällt mir. Aber ich glaube nicht, dass sich der Name halten wird. Abwarten. Los, wickelt den Schlauch jetzt um die Achsen. Na los, habt ihr nicht gehört? Okay, dann kannst du starten. Mit Vergnügen. Juhu! Ja! Yeah! Habe ich bisher nur ohne dich leben können. Auf mein Kommando aktivieren Sie die Pumpe. Es kann losgehen. Bringt bald zur nächsten Runde. Jetzt müssen wir beide runterspringen. Meine Partner da unten werden uns dann auffangen. Nichts auf der Welt wird mich dazu bringen, mich aus diesem Fenster zu stürzen. Oh. Ah. Gut, springen wir! Wir sind bereit. Ich werde Ihnen gleich hinterher springen. Ich komme! Ja! Nur schnell weg hier! Das Wasser scheint überhaupt nichts zu bewirken. Aufhören! Rückzug zum Dock! Was? Ich habe Willi noch nie vor einem Feuer wegrennen sehen. Nicht heute und schon gar nicht in 100 Jahren. So ein Unsinn! Lauft, lauft! Start! Schneller, Mann! Wir haben nicht mehr viel Zeit! Sie müssen sofort von hier verschwinden! Das Feuer wird garantiert in wenigen Minuten hier sein! Meine Dame, wir arbeiten für Mortas und Söhne. Wir können nicht weg, bevor das Gebäude geräumt worden ist! Dynamit, Wendy! Nun
Nun weiß ich wenigstens genau, in welcher Gegend ich Großvaters Fabrik suchen muss. Da sind wir. Schneller ging es nicht. Was machen wir nun? Helf den Männern, den Wagen zu beladen. Wenn das Gebäude hochgeht, werden mehrere Straßenzüge flachgelegt. Mehrere Straßenzüge werden flachgelegt? Aber das ist es! Leute, ich habe eine Idee! Wir sollten das Gebäude bewusst abbrennen lassen. Was? Wir könnten die Explosion nutzen, um eine Feuerschneise zu legen. Wenn die Lücke, die dadurch entsteht, groß genug wird, findet das Feuer keine Nahrung mehr und brennt dann ganz von allein aus, alles klar? Nicht übel, oder? Das hört sich ja richtig gut an. Okay, wir machen's. Kommando zurück. Das Dynamit wird in Windeseile auf jedes Gebäude dieser Straße verteilt. Also, ich habe ja schon eine Menge gesehen. Nun weibliche Feuerwehrmänner. Was kommt dann? Was dann kommt? Das kann ich euch sagen. Frauen dürfen wählen, sitzen im Kongress, Frauen managen große Firmen und fliegen ins Weltall. Und das ist erst der Anfang. Juhu! Ist der Bereich evakuiert worden? Ja, es sind keine Einwohner mehr in den Gebäuden drin. Dann würde ich sagen, packen wir es an. Schnell weg! Geh zurück! Oh mein Gott! Das ist der kleine Waters-Junge Oliver! Großvater? Halt, Wendy! Wendy, wo ist Wendy nur? Wendy, du hast es geschafft. Die Frau ist gut. Ja, wir haben es geschafft. Ja. Klasse Leistung, Rocky. Wendy, weil du so tapfer und einfallsreich warst, möchte ich dir was überreichen. Ich verschenke meinen Feuerwehrsprachtrichter an Wendy Waters. Danke, Billy, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Hoch, Wendy! Hoch, Wendy! Hoch, Wendy! Wendy? Wendy, Wendy, heb wach auf! Oh, mein Kopf, Rocky. Was ist denn passiert? Ich hab dir aus Versehen die Spinntür an den Kopf geschlagen. Du warst völlig weggetreten, über eine Minute. Wo ist dein Bart geblieben, Rocky? Bart? Ich habe noch nie einen Bart getragen. Doch das ist überhaupt keine schlechte Idee. Nein, tu's nicht. Ich meine, du siehst ohne Bart viel besser aus. Vertrau mir. Toll, dass es dir wieder gut geht. Es tut mir leid, ehrlich. Hey, guckt euch das mal an. Ich frage mich, wem das wohl mal gehört hat. Ich weiß es nur, das würdet ihr garantiert niemals glauben. Erdbeben gibt es in sehr vielen Ländern auf unserer Welt. Auch wenn es in eurer Stadt noch keins gegeben hat, solltet ihr wissen, wie man sich schützt, wenn eines Tages die Erde anfängt zu beben. Falls ihr draußen seid, geht auf offene Flächen, also weg von Gebäuden, Bäumen, Mauern und Stromleitungen. Aber wenn ihr innen seid, stellt euch unter einen Türrahmen, einen Schreibtisch oder einen anderen stabilen Tisch. Rocky, hast du nicht noch einen schönen Extra-Tipp auf Lager? Es muss ja nicht um ein Erdbeben gehen. Ja, bevor ihr Türen öffnen wollt, guckt mal, ob da nicht jemand im Weg rumsteht und euch behindert. Denn mit einer einfachen Tür kann ein Mensch auch verletzt werden. Denkt wie einer der Rescue Heroes. Denkt an Sicherheit.